Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Wir haben in der letzten Folge Moloch besiegt und haben jetzt die Quest hier vom Greybeard angenommen. Wir müssen die mal noch auf aktiv setzen. Denn er kann sich nicht mehr bewegen, aber hat seine Tochter in der Trümmerzone. Wo haben wir es denn? Das ist das Kopfgeld. Wie hieß denn das? Ein Herz aus Gold. Findet die Schmuggler in den verlassenen Minen. Genau die Quest machen wir jetzt mal. Und deswegen müssen wir uns mit der Schmugglerin treffen. Die da halt immer die Briefe verteilt. Wir sind also der Bote für den Boten. Oder die Botin. Nein, ich möchte nichts von euch. Lasst mich in Ruhe. Wir müssen zu den verlassenen Minen. Und zwar in die Trümmerzone. Wir machen erstmal die Quest und dann gucken wir generell mal, dass wir ein bisschen Nebenmissionen wieder aufholen. Nein, verdammt! Mit dem Miststück gehe ich nirgendwo hin. Janna kann nicht mitkommen. Das war nicht der Deal. In den Truck. Alle beide. Janna, was glaubst du, was du da machst? Janna! Kleine. Janna, jetzt hör mir doch mal zu. Wo ich die zwei hinbringe, von da gibt's kein Zurück. Ich hab dein Leben nicht gerettet, damit du es gleich wieder wegwirfst. Ach, ja. Und das glaubst du am Ende wirklich, dass du mein Retter bist? Erbärmlich. Schön. Wenn du nochmal in der Klemme steckst, überlege ich nicht lang. Ich lass dich krepieren, blöde Kuh. Irgendwo muss jeder sterben. Und da draußen kann ich zusehen, wenn's dich zuerst erwischt. Ach, Janna. Ist doch ein nettes Gespräch gewesen, oder? So. Finde die Schmugglerin. Dann machen wir erstmal das. Wo führt uns das Navi hin? Einmal nach vorn. Ja, und wie gesagt, dann schauen wir mal, dass wir die Nebenmissionen alle mal wieder ein bisschen aufholen. Das Gute ist halt die ganze Geschichte mit der Weltstufe. Das heißt, wir können auch in und der ersten Gegend, wo wir waren, hier First City oder wie es hieß, können wir trotzdem noch in aller Ruhe Nebenmissionen machen, ohne dass das unnütz ist, weil die Gegner und der Loot und alles drum und dran ja halt angepasst wird an die Weltstufe. Aber dass wir das auf jeden Fall auch noch gemacht haben, wäre mir ganz wichtig. So, wir sollen Grotten freiräumen. Wir haben wieder die Guten hier. Gegen die ist das Scharfschützengewehr meistens nicht so geil. Aber es ist schon heftig, wie viel unsere Waffe hier mit Lavageschossen abzieht. So, erstmal das Giftvieh. Danke. Können wir denn schon eine höhere Weltstufe? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nein, die 7 ist noch das höchste. Okay. Das sieht mir hier ein bisschen zu ruhig aus, um wahr zu sein. Sag ich doch. Die haben ja echt gar keine Chance mehr gegen uns, ne? Na? Da kommen sie hier aus ihren Löchern geschlüpft. Ich glaub's nicht. Ey! Nicht umrennen. Selbst der Alpha ist mit 2 Magazinen schon so gut wie tot. Au! Schaden kann er aber machen. Au, 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 nicht nochmal. Ist ja gut, Mensch. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen übernommen. 3 so eine Alphas auf einmal ist irgendwie doch ein bisschen viel. Jetzt dürfen wir uns bloß nicht umrennen lassen, also umzingeln lassen, dass wir nicht mehr rauskommen. Aua, aua. Ey. Sagt mal, was ist denn los? Wir brauchen unbedingt ein bisschen Abstand und ein bisschen Leben. Ansonsten, nein. Warum kriegen wir denn auf einmal so viel Schaden? Waren doch sonst nicht so schnell down. Aber wir haben auch ein Schild aktiviert. Müsste ja eigentlich bedeuten, dass wir noch besser durchkommen, aber irgendwie. Erstmal die Alphas wegkriegen und dann
kümmern wir uns um die kleinen Biester. Waren das jetzt alle Alphas? Ja, ne? Ja. Nicht mit mir, Freundchen. Ich muss sagen, das Ausweichen macht in dem Spiel einfach mega viel Spaß. Einerseits braucht man es oft und man kriegt es auch meistens echt cool getimed, dass es mega geil aussieht. Gerade bei denen, wenn die so lange angesprungen kommen. Das bockt schon ziemlich. Wir haben ja noch ein bisschen Eisen versteckt. Nimmst du es mit? 430 Stück. Sonst sehe ich keine weitere Truhe. Ging es da hinten noch irgendwo hoch? Nicht wirklich. Von dort sind wir gekommen. Nö, glaub nicht. Eisen gibt's noch. Alles wichtig, brauchen wir alles noch ohne Ende. Ihr wisst ja wofür. Deswegen sammeln wir es auch ein. Ah, hier haben wir noch eine Kiste. Und jetzt gib mal was Lilanes. Danke. Hi, alter Mann. Wie ist deine Tochter denn auf der falschen Seite der Grenze gelandet? Ich war gerade in Trenchtown, als die Rebellen die Front um Meilen verschoben haben. Theresa war auf der anderen Seite. Erst Jahre später hörte ich von dieser Schmugglerin. Endlich erhielt ich Briefe von meiner Tochter und wusste, dass es ihr gut geht. Wenn du die Schmugglerin findest, verschreck sie bitte nicht. Du siehst nicht besonders umgänglich aus. Ich kann charmant sein. Ja, wenn es die Tochter überhaupt noch gibt, vielleicht nimmt die Schmugglerin, die wird ja bestimmt von ihm Geld nehmen dafür, dass sie das macht und steckt ihm einfach immer nur selbstgeschriebene Briefe oder so zu, könnte ich mir gut vorstellen. Aber vielleicht ja auch nicht. Wir werden es sehen. Kistentechnisch gerade sehr, sehr nett, ohne dass wir irgendwas umbringen mussten. Kriegen wir hier direkt was Neues. Blaue Stiefel. Aber mit 510 Brandbombe haben wir leider nicht als Effekt. Und was haben wir hier drauf? Die Hitzewelle. Nee, lassen wir erstmal so. Müssen generell mal gucken, ob wir in Zukunft mal wieder andere Fähigkeiten probieren. Hat er gemerkt, dass die Briefe von dir sind? Halt die Klappe! Ich höre was. Ich wusste es. Nur sind sie nicht echt, oder? Die Briefe seiner Tochter. Wie lange ist sie schon tot? Scheiße, er hat dich gehört, Idiot. Bring ihn um. Na, Weltklasse. Okay, jetzt bin ich sauer. Ich wusste es. Irgendwie kam mir das alles ein bisschen polnisch vor. Wo ist sie denn? Da hinten. Ach, armer Greybeard. Hat er jahrelang verarscht. Warum hat sie auf einmal so viele Freunde hier? Oder sagt man, das kommt mir Spanisch vor? Ich glaube, man sagt Spanisch, ich habe Polnisch gesagt. Schön, irgendwie fiel es mir gerade ein. Aber zumindest konnte ich mich selber noch korrigieren. So. Armer alter Greybeard. Ich möchte ihm die Nachricht eigentlich nicht überbringen. Ich würde sagen, wir schreiben jetzt einfach selber Briefe. Hat sie halt auf einmal eine Männerhandschrift. Sagen einfach, ihr wurde der Arm gebrochen oder so. Und sacken uns ein bisschen Geld dafür ein. Nein, natürlich nicht. Ach, komm schon. Sag mal. Ach, hier kommt sogar noch ein Boss. Natürlich, die Schmugglerin hat eine komplette Armee bei sich zu Hause. Hier in ihrer Höhle.
Warum auch nicht? Nee, gegen die ist immer noch das gute alte Sturmgewehr das effektivste Mittel. Jetzt müssen wir bloß mal gucken. Der Boss wird wahrscheinlich wieder vorgelaufen kommen. Na gut, wenn wir den zumindest schon mal ein bisschen anhitten. Beziehungsweise wenn wir uns vielleicht erstmal um die kümmern, dass wir in Ruhe den Boss erledigen können. Na, so viel zu dem Thema. Dann hauen wir halt einmal voll Lava-Geschosse rein, währenddessen er brennt. Jetzt hatten wir erst wieder so einen Flammenwerfer-Typ, ne? Die sind mir eigentlich am liebsten. Wenn man gleich explodiert, dann müssen wir gar nicht mehr drauf schießen. Zeigt euch. Nein. Ja, nein. Jetzt aber. Und du da oben? Mach mal so. Ja, ist auch ein Weg. Armer Greybeard wird bestimmt sehr traurig sein. Aber in dieser Welt kannst du halt auch niemandem vertrauen, ne? Da war er auch ein bisschen blauäugig. Muss man mal so sagen. Ansonsten liegt nichts weiter. Bisschen blauen Stuff gab's, glaube ich, gerade oder grün. Wir holen uns hier vorne noch das Eisen und machen wieder zurück. War gar kein Eisen. Komme ich denn auf Eisen? Sah irgendwie so aus. Naja. Na, war doch noch nicht. Was ist denn das? Ein Sniper-Boss? Das ist ja eklig. Irgendjemand macht hier auf jeden Fall Schaden. Ach, das ist direkt die Schmugglerin. Oh Gott. Ein bisschen mehr Deckung wäre was Geiles. Brauchen Leben. Ach, wie ich es hasse, wenn ich umrannt werde. Ach Gott. Ich hoffe mal, dass wir noch ein Stück hinter dürfen, dass das Spiel nicht gleich wieder rummeckert. Na, die hält halt schon ein bisschen mehr aus, ne? Hier sind wir jetzt ein bisschen in der Falle. Lava-Geschosse drauf. Aber wir kriegen nicht genügend Heal. Ich könnte sein, dass wir gleich sterben. Ach, komm schon. Gib doch Leben. Ach, Mist. Ich hasse diese Gegner, die so krass auf Nahkampf rankommen. Ah, jetzt müssen wir nochmal kämpfen. Es tut mir leid. Eigentlich ist die nicht so schwer, aber wenn die halt so nah kommt und wir keine Möglichkeit haben, irgendwo ordentlich auszuweichen. An ihr vorbeirennen konnten wir nicht. Da waren noch ihre ganzen Homeboys, weil die war ja echt innerhalb von ein paar Sekunden da. Deswegen hätte Ausweichen tatsächlich nicht viel gebracht. Oder wegrennen. Wir probieren es jetzt nochmal. Ich hoffe sehr, dass wir es... Alter, ein Schuss? Wir waren gerade voll. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir zwar waffentechnisch extrem stark geworden sind, aber irgendwie unsere Rüstung dafür gelitten hat. Wie sieht es denn rüstungstechnisch aus? 2-3. Ich weiß leider nicht, wie es vorher aussah. Wir hätten prinzipiell schon mal einen besseren Helm. Alles nur für Dings, aber es bringt halt eine ganze Menge mehr Rüstung. Und Hose haben wir Hitzewelle, dass wir die zweimal einsetzen können. Ach, es ist heute einfach nicht mein Tag. Es tut mir wirklich leid. Ich dachte, wir sind hier alleine.
Ja, wir probieren es jetzt nochmal und wenn wir jetzt nochmal sterben, dann müssen wir halt doch nochmal eine Weltstufe runtergehen. Weil ich sehe es gerade ehrlich gesagt noch nicht, dass wir die Schmugglerin ohne Probleme besiegen. Was haben denn die? Die haben Schrotflinten, ne? Das sind die Schrotflinten, die ja so heftig reinballern, ne? Ich habe nicht gesehen, dass da hinten da noch welche sind. So, Scharfschützengewehr ist tatsächlich immer noch meine Lieblingswaffe. Man kann halt einfach in Ruhe draufballern. Man hat nicht einen Gegner in der Nähe, muss nicht wegspringen. Einfach in der Deckung bleiben. So, jetzt haben wir den ersten Boss. Ach, das ist halt aber auch echt mies, ne? Wenn wir nochmal sterben, es ist doch schon ein ganz schönes Stück, was man dann immer noch spielen muss. Nein! Wir haben keine Muni mehr fürs Scharfschützengewehr, also müssen wir den Boss komplett mit Sturmgewehr erlegen. Aber auch das sollten wir hinkriegen. Ja, ist halt echt ein Riesi, ne? Aber ich habe gerade echt ein bisschen Bedenken, was die Schmugglerin angeht. Halt die Frage, wie weit hinterlässt uns das Spiel? Das müssen wir halt gleich mal ausprobieren. Hier rechts lag ja noch Munition, genau. Gegner haben wir jetzt aber leider schon aktiviert. Ich hoffe mal nicht, dass die direkt vorgerannt kommen. Wir müssen eigentlich sofort auf die Olle. Der hält halt aber auch viel aus, ne? Wir haben uns natürlich erstmal um die... Wahnsinn! Schaut euch mal an, wie... Ja, irgendwie, entweder sind die extrem stärker geworden oder wir haben irgendwie Rüstung verloren. Ich bleib hier mal ein bisschen mehr in Deckung, aber die ist ja jetzt schon wieder hier vorne. Wir sind schon wieder fast tot. So, Dauerfeuer drauf hier und wir müssen wieder ein Stück zurückweichen. Aber sie kommt hier hinter und ich glaube, ihre Freunde bleiben dort. Das heißt, wir haben doch ganz gute Chancen, dass wir sie auf der Weltstufe schaffen könnten. Irgendwie ist auch unser Lebensentzug weniger geworden. Vielleicht ist es auch nur das. Bin mir nicht ganz sicher, aber gefühlt habe ich damals, also in der letzten Folge noch, habe ich einfach mal kurz 2 Sekunden Dauerfeuer auf den Gegner drauf gehalten und war direkt wieder voll. Das ist gerade nicht so wirklich der Fall. Nein, renn doch, renn doch, renn doch. Sie hält aber auch eine Menge aus, ne? Muss man ihr mal lassen. Aber diesmal kriegen wir sie. Ich hätte einfach direkt hier hinterrennen müssen. Ich habe nicht gedacht, dass das Spiel das zulässt. Er kennt ja die Meldung dann hiermit für die Gegner nicht zu deinen Verbündeten oder was da immer kommt. Die kommt meistens relativ nah. Ab dem Startpunkt, wo man die Gegner halt aktiviert. Nein, jetzt sterbe ich nicht nochmal. Das kannst du völlig vergessen. Ja, wir müssen mal gucken. Entweder müssen wir wirklich was an Rüstung oder nochmal am Lebensentzug schrauben. Also aktuell gefällt mir das echt gar nicht. So, jetzt haben wir sie. Das war's Schönes fallen. Ja, wir müssen dann wahrscheinlich nochmal mit ihr quatschen, ne? Also erstmal den Rest ausschalten.
Bam. Und einer noch. Na, so viel zum Thema einer noch. Können aber hier mal drauf schießen. Na, immer ein Millimeter zu weit oben, ey. Gibt's das denn? Gib doch dein Köpfchen. Zitter doch nicht so. Schon wieder keine Munition mehr. Wie viel kommen denn hier noch? Eure Anführerin ist doch schon tot. Ihr müsst nicht mehr kämpfen. Wir haben allerdings keine Muni. Also müssen wir hier ein bisschen auf Nahkampf. Boah, schaut doch mal, wir rennen hier eine Sekunde durch und sind fast tot. Irgendwas stimmt hier nicht. Oder die Gegner sind halt doch um einiges stärker geworden. Das kann es natürlich auch sein. Ja, was sind denn die? Die sind alle Level 20, ne? Wir sind Level 16. Aber eigentlich kommt es ja mehr auf die Weltstufe drauf an. So, haben wir es jetzt. Ja. Müssen wir nochmal vor zur Schmugglerin. Wir machen aber an der Stelle hier erstmal ein Folgenende. Ich danke euch fürs Zuschauen. Nächsten Tag, nächste Woche wollte ich schon wieder sagen. Morgen geht es natürlich weiter, 17 Uhr. Bis dahin, macht's gut.